Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute dem Hörgenuss des Monats. Ja, wir sind tatsächlich wieder am Ende des Monats angekommen. Es ist der letzte Donnerstag im Oktober und ja, wir Mädels vom Hörgenuss haben ja gemeinsam ein Buch gehört, das ihr für uns ausgewählt habt. Und ich muss ganz klar zu Beginn schon sagen, für mich ist es diesmal kein Hörgenuss, sondern eigentlich eher ein Anti-Hörgenuss. Ich habe auch eine Weile hin und her überlegt, ob ich tatsächlich zu Grave von Tracy Wolf, ich blende das Cover ein, den Hörgenuss sozusagen wähle. Aber ihr habt natürlich im September dafür abgestimmt und gesagt, ihr wollt, dass wir das zusammen lesen. Wir haben es zusammen gehört. Je nachdem. Wir haben es alle vier gehört und wir werden heute alle auch unsere Meinung zu diesem Buch präsentieren. Wir freuen uns auf den Austausch unter den Kommentaren. Lasst uns hier über dieses Buch wirklich sprechen. Ich muss sagen, ich hatte das Buch ja auf dem Sub auch gehabt. Das war jetzt nicht mein Buch für die Umfrage, aber ich hatte es auf dem Sub, weil unter anderem auch Paddy sehr, sehr, sehr davon geschwärmt hat und ich sehr neugierig war, endlich mal wieder so ein bisschen eine Vampirgeschichte zu hören. Und ich hatte eher gehofft, dass es in Richtung Vampire Diaries geht und nicht unbedingt in die Twilight-Richtung. So wurde es im Grunde auch für mich so ein bisschen transportiert, dass es eben erwachsener ist als Twilight, wie hier auch ein Internat haben und hier eben die Stimmung eine andere ist. So habe ich mir das Buch als Hörbuch geholt und ich war super happy, als es dann im Grunde auch ausgewählt wurde. Mich haben alle Bücher angesprochen, aber ja, hier war ich natürlich auch sehr neugierig, auch auf den Austausch, weil New Adult, ja, eignet sich natürlich immer ganz gut, auch wenn sich eben vier Leserinnen irgendwie austauschen und sagen, ja, wo legen wir da so verschieden unser Augenmerk drauf. Das Buch, um jetzt vielleicht erst zu den allgemeinen Sachen zu kommen, ist der Auftakt der Cuttmere Academy Reihe, hat im Englischen wohl 5 Teile und im Deutschen sind auf jeden Fall schon 3 angekündigt, ist erschienen diesen Jahr im August, hat knapp 700 Seiten, was ich für ein Jugendbuch schon ganz schön heftig finde und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube 400 Seiten hätten es wahrscheinlich auch getan, aber ja, es wird heute, glaube ich, ein bisschen böse. Ich kann bei diesem Buch tatsächlich wahrscheinlich den Zynismus nicht ganz unterdrücken, aber ja. Hörzeit sind fast 19 Stunden, was tatsächlich auch einfach so passt. Ich habe die Hälfte geschafft. Dann bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich so oft Augen gerollt habe, dass mir schwindelig wurde und ich einfach dachte, nee, es macht einfach keinen Spaß mehr. Sprecherin ist Diana Gantner, die ich ganz angenehm von der Stimme fand. Es wird wohl dann auch noch einen Teil geben von Marius Gavrilis. Dazu bin ich aber gar nicht mehr gekommen. Der wird wohl erst gegen Ende einen Teil gesprochen haben. Es ist hier alles meine Meinung. Ich möchte, dass jeder, der das Buch gefeiert hat, der das toll fand, der da Freude dran hatte, dass ihr euch bitte nicht auf den Schlips getreten fühlt. Es ist meine Meinung, es sind meine Gedanken. Ich versuche, meine Meinung hier gut rüberzubringen, sodass das vielleicht auch verständlich ist, was mir hier nicht gefallen hat. Letzten Endes hat aber jeder einen anderen Geschmack und das ist auch gut so. Es gibt Bücher, die ich feiere und andere nicht gut finden und so passiert das eben auch mal umgekehrt. Wie gesagt, schaut auch bei den anderen Mädels vorbei. Die Mädels und die Playlists sind immer unten in der Infobox verlinkt, also schaut da gerne vorbei, guckt euch die Meinungen der anderen drei an oder auch durchaus einige Booktuber, die ja mittlerweile das auch als Highlight des Jahres ausgerufen haben. Also schaut euch auch hier Meinungen unterschiedlichster Art an. Dafür ist BookTube da und jeder, glaube ich, findet da auch einfach ja, die Meinung zu seiner Meinung oder was er vielleicht auch irgendwie ein bisschen hören möchte oder wo er einfach auch Unterschiede erkennen möchte. Ich glaube, im Hörgenuss war die Meinung recht einstimmig, auch wenn ich die Einzige war, die das Buch abgebrochen hat. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hätte, glaube ich, schon viel früher abgebrochen. Ich hatte schon im zweiten Leseabschnitt, das ist so ein bisschen was über 30% gegangen, eigentlich die Gedanken, ach, ich habe keine Lust mehr. Und ich glaube, wäre ich nicht in dieser Leserunde gewesen, hätte ich schon viel früher abgebrochen. Aber um was geht es eigentlich in der Geschichte? Es geht um Grace. Sie ist 17 Jahre und hat vor einem knappen Monat ihre Eltern verloren. Sie hatte jetzt noch einiges zu regeln und zieht jetzt nach Alaska zu ihrem Onkel, der dort ein Internat hat, eine Akademie hat. Die ist in einem Schloss untergebracht und ist eben diese Cuttmere Akademie. Sie kommt da an mit dem Flugzeug, wird von ihrer Cousine Macy abgeholt. Die beiden haben auch recht schnell einen ganz guten Draht zueinander. Sie zieht jetzt auch bei ihrer Cousine ins Zimmer ein und dann wird ihr so ein bisschen was
von der Schule gezeigt oder ja, relativ wenigen, ein paar Leute werden ihr vorgestellt. Ihr fällt relativ schnell auf, dass sich einige Mitschüler sehr merkwürdig verhalten, dass überhaupt eine sehr komische Stimmung irgendwie herrscht ihr gegenüber. Sie trifft auf Jackson, den sie direkt sehr anziehend findet und dann drehen sich ihre ganzen Gedanken nur noch um Jackson, um Jackson, um Jackson. Wann ruft er an? Warum meldet er sich nicht und so weiter? Dazu kommen wir aber später. Der ist so gefühlt der klassische Bad Boy, hat irgendwie ein Geheimnis, sieht natürlich unverschämt gut aus und ja, hier fangen die Hormone von Grace eigentlich an, sich schon zu drehen. Zudem gibt es auch noch Flint, zu dem sich Macy eher hingezogen fühlt, aber durchaus eben auch Grace so ein bisschen so eine Art Freundschaftsgefühle entwickelt. Und ja, so haben wir im Grunde das Chaos so ein bisschen ja, vorprogrammiert. Und ja, wir merken recht schnell in den außerschulischen Tätigkeiten, da gibt es Schneeballschlachten und was auch immer, das so irgendwas zwischen den Charakteren britzelt und brutzelt und es auch unterschwellig einfach irgendwelche Konflikte gibt, die aber nicht so richtig ausgesprochen werden. Und ja, das so bis zur Hälfte. Wir hatten leider fast kein Schulleben. Wir haben so ein bisschen das Schloss kennengelernt. Das war auch anfangs super atmosphärisch. Ich fange, glaube ich, so mal mit den positiven Sachen an. Ich fand es am Anfang wirklich spürbar, wie kalt es irgendwie in Alaska ist, wie dieses Schloss aussieht, wie sich Grace da fühlt, was wir durch die Ich-Perspektive von ihr wirklich gut rübergebracht bekommen. Das finde ich, ist schon gelungen, dass wir uns irgendwie in Kälte gefühlt haben, dass wir verstanden haben, man sollte möglichst nicht im Bikini hinausgehen und auch so ein bisschen die Pomposität des Schlosses. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, viel Schulleben gab es nicht. Es gab wenig Unterricht, es war wenig Interaktion mit Lehrern oder auch gar mit dem Onkel, der sich gefühlt irgendwie komplett aus allem rausgehalten hat. Wir haben den Onkel bis zur Hälfte, ich glaube, 2 oder 3 Mal getroffen. Der hat sich überhaupt nicht um seine Nichte gekümmert, ist gar nicht irgendwie auf diese Trauer eingegangen. Ich meine, schließlich hat er ja auch eine Schwester oder einen Bruder, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, in welchem Verhältnis die verwandt waren, verloren. Das wird ganz wenig besprochen. Überhaupt die Trauer von Grace war kaum wahrnehmbar. Sie hat sehr kühl darüber gesprochen. Sie war wenig betroffen. Und ja, jetzt sage ich natürlich, jeder trauert anders, jeder empfindet das anders, jeder bringt das auch anders zum Ausdruck. Das ist überhaupt keine Frage, das möchte ich auch gar nicht als Kritik äußern. Aber ich finde schon, dass man irgendwie die Charaktere hätte darüber sprechen lassen sollen. Also, dass es zumindest Thema ist und dann Grace vielleicht einfach sagt, sie hat keine Lust zu reden, sie mag nicht drüber nachdenken, sie mag sich nicht beschäftigen, das hätte ich mir gewünscht. Oder auch irgendwie mal klar wird vielleicht, warum Grace irgendwie nicht reagiert oder reagiert. Oder auch der Onkel, das war alles immer so, ich weiß auch nicht, also gerade der Onkel, dass der eigentlich alles seiner Tochter überlässt, Grace in diese Schule einzubringen, das fand ich total merkwürdig. Und ja, die Ich-Perspektive. Auf der einen Seite mag ich Ich-Perspektiven super gerne. Ich mag es, wenn wir nah am Charakter sind, Gedanken mitbekommen, was sie denkt, was sie fühlt, was ihr passiert. Ich finde das super spannend. Hier war es tatsächlich so, dass mir Grace Gedanken und Gefühle einfach irgendwann auf den Keks gegangen sind. Sie hat ihre naive Art ständig unterstrichen mit ihrer Dummheit, die sie gedacht hat. Zudem hat sie ständig das Gleiche gedacht. Sie hat immer an Jackson gedacht und er meldet sich nicht und wann sehe ich ihn wieder und was könnte sein Geheimnis sein und was ich für ihn empfinde und die große Liebe. Leute, die kennen sich 3 Tage und sie kann schon nicht mehr ohne ihn leben. Und ich denke mir so, oh, zum Glück habe ich das nie in meinem Leben empfunden. Zum Glück habe ich nie einen Typen kennengelernt und habe mir gedacht, ach, ohne ihn kann ich nicht sein und wenn er mich nicht zurückruft, dann stürze ich mich irgendwie von einem Baum, von einer Brücke, ich weiß es nicht. Ich fand das mega anstrengend. Ich habe ihr diese Liebesgeschichte, dieses Verliebtsein, es ist ja eigentlich nur ein Verknalltsein, attraktiv finden, es ist ja noch nicht Liebe. Ich habe ihr das überhaupt nicht abgenommen. Also bei mir ist diese Liebesgeschichte einfach nicht angekommen. Ich hätte es gerne gefeiert, ich konnte es aber einfach nicht. Ich fand die Naivität schrecklich. Man muss sich vorstellen, sie kommt an die Schule, sie trifft einen Typen und der springt einfach mal mit ihr auf einen Baum und sie hinterfragt das nicht. Also wenn mich jemand hochhebt und Richtung Baum springt und mich da absetzt, dann würde ich vielleicht mal ganz kurz kritisch nachfragen, was da eigentlich los ist. Für sie war das irgendwie ganz normal. Und ja, vielleicht ist das für sie normal, aber dann möchte ich das als Leser erklärt bekommen, warum sie das irgendwie normal findet. Also wenn ich in einer Fantasy-Welt unterwegs bin, natürlich sind in Herr der Ringe Elben und Zwerge und Hobbits ganz normal. Also
Na, wobei jetzt Hobbits vielleicht nicht, aber das wird ja durchaus auch mal thematisiert. Aber dann muss mir das erklärt werden, dass es in der Welt total normal ist, dass jemand aus dem Strand auf einen Baum springt und jemanden dort absetzt. Aber diese Naivität und diese manchmal wirklich Dummheit, das habe ich wirklich anstrengend gefunden. Und ich habe mich wirklich bemüht, mir zu überlegen, wie war ich mit 17 oder mit 16, was habe ich vielleicht für komische Gedanken gehabt. Dann natürlich dreht sich da die Welt manchmal um einen selbst, um seine eigenen Probleme. Man nimmt dann nicht so viel von außen auf, man reflektiert sich auch selbst nicht. Das kommt wirklich im Grunde später. Aber oh, das war wirklich, also selbst mit jedem, was ich irgendwie an Sympathie für Grace aufbringen konnte, ich konnte mit ihr nicht viel anfangen. Zudem wird auch Gewalt wieder sehr verherrlicht. Es ist wieder voll in Ordnung, dass der Typ sich total daneben benimmt, dass er blöd reagiert, dass er sie blöd anschnauzt, dass er sie ignoriert und es wird wieder gefeiert. Er ist trotzdem mal, ja, er kann halt nicht anders und ich bin es ja gewohnt, aber es ist nicht schlimm. Und ich sitze so da und denke mir, was ist denn da in den Köpfen los? Also ich verstehe das einfach nicht. Wir sind im 21. Jahrhundert und die Frauenbilder werden immer noch so gezeichnet wie bei einer Jane Austen vor 200 Jahren. Das wird, glaube ich, gar nicht reichen. Und ich frage mich, warum? Wir reden hier ständig von Gleichberechtigung und wir sind alles Feministen und alles muss, also, oh, und dann kommt sowas daher. Natürlich werden jugendliche Leser, davon gehe ich jetzt ganz stark aus, sowohl ja, was die Mädels angeht, als auch die Jungs und alles in dieser Art, werden hoffentlich wissen, oder ich hoffe, dass sie wissen, dass das nicht so dem realen Leben entspringt. Aber was zeichnet das aus? Wie fühlen sich Mädels, die sich mit Grace identifizieren und natürlich auch umgekehrt Jungs, wenn sie hier im Grunde lesen, wie sich Jackson verhalten darf und dass das normal ist und dass das gefeiert wird? Was ist das? Und vielleicht bin ich zu kritisch, vielleicht bin ich zu alt, das kann wirklich alles sein, aber ich kann das einfach nicht gut heißen. Ich mag es nicht, wenn diese toxischen Beziehungen, die wir früher auch schon in Büchern hatten, und jetzt kommt der Vergleich mit Twilight. Man muss ja wirklich sagen, im Gegenzug zu Grave und Grace war ja Bella wirklich eine wahnsinns emotionale Kanone. Und die hat zumindest irgendwie gemerkt, irgendwas passt mit Edward nicht und seinen Geschwistern und irgendwas ist da los. Und die hat das hinterfragt und sie hat ihn eiskalt irgendwann gegoogelt und gefragt, was könnte er für ein Geschöpf sein. Als wäre man nicht sofort drauf gekommen, dass er ein Vampir ist, aber es ist nochmal was anderes. Aber nee, und ich mag auch diese toxischen Beziehungen nicht mehr, ich mag das nicht mehr lesen, ich mag nicht mehr lesen, dass das in Ordnung ist. In einem Thriller, in einem Erwachsenenbuch ist das nochmal was ganz anderes, wenn hier Menschen manipuliert werden, wenn sie darauf hingesteuert werden, dass sie eben diese toxische Beziehung haben, da ist das für mich nochmal was anderes. Ich lese hier ein Jugendbuch über Vampire und oder auch andere magische Geschöpfe und ich bekomme wieder so einen gleichen Mist und ich hatte einfach keine Lust. Mich hat das so wütend gemacht, mich hat das so angenervt und ich habe nur noch Augen gerollt und habe dann einfach gedacht, es tut mir echt leid für die Leserunde oder die Hörrunde, aber meins ist es einfach nicht. Zudem habe ich eben auch diese Liebe auf den ersten Blick. Ich finde das unglaublich schwierig, dass sowas einfach so wumm und wah und ich mag das einfach nicht. Ich kann damit nichts anfangen und es wurde mir hier auch von der Autorin überhaupt nicht irgendwie näher gebracht, wie es zu diesen Gefühlen gekommen ist, zu diesem Aufbau, warum Grace auf einmal nicht mehr ohne Jackson leben konnte. Und man muss ja immer mal denken, und das war auch etwas, was wir im Austausch immer hatten, die kennen sich erst 2-3 Tage, das war noch nicht viel. Und dann ist er schon die Welt für sie, die Sonne, alles im Universum. Und ich denke mir, nein, nein, nein. Das Leben dreht sich doch auch noch um andere Dinge. Hallo Mädel, du hast gerade deine Eltern verloren, du bist an einer neuen Schule, du hast deine Cousine, mit der du dich anfreundest, du hast ein anderes Mädel kennengelernt, was toll ist. Du lern doch erstmal die Mitschüler kennen, die Lehrer, deinen Unterrichtsstoff und ja, zudem nimmt sich das Buch auch manchmal noch selbst auf den Arm, macht das aber sehr ungeschickt. Also es gibt eine Szene, da wird Twilight auch zu einer Rolle und ich habe mir gedacht, ja, gerne, wenn die Autorin schon mit Klischees spielt, das ist ja gar nicht schlimm, das machen viele Autorinnen, dann kann man sich auch manchmal auf die Schippe nehmen. Das muss aber ein bisschen geschickter gemacht werden. Also ich baue doch hier nicht ein Schloss, mach eine Akademie draus, mach irgendwie einen Wink zu Hogwarts, gleichzeitig irgendwie nicht. Gleichzeitig gibt es Rätsel und Dinge und Vampire und wahrscheinlich auch andere Wesen und das muss man auch noch sagen, bis zur Hälfte weiß man eigentlich noch nichts, was hier irgendwie wer wo und warum ist. Und es war einfach schrecklich. Jetzt kann man natürlich sagen, Steffi, du hast es nicht zu Ende gelesen, du hast das große Ende, das tolle, geile, was hier ein Highlight draus gemacht hat, verpasst.
ich war ja weiter im Austausch dabei. Ich habe den Mädels ihre Nachrichten gehört und wie ich das mitbekommen habe, habe ich nicht viel verpasst. Ja, natürlich kann man sich darüber streiten, ob man sich ein Urteil erlauben darf, wenn man ein Buch nicht zur Gänze gelesen hat. Ich bin der Meinung schon, es ist ja meine Meinung und meine Meinung betrifft eben die erste Hälfte und ich erkläre, warum ich es nicht weitergelesen habe. Und dementsprechend ist das für mich einfach ein Wahnsinnsflop. Es ist ein super Aufreger. Es hat mich nur angenervt und auch wütend zu Teilen gemacht. Und es ist auch nichts nachvollziehbar. Und ich verstehe nicht, wieso dieses Bild von Frauen, Jugendlichen, also wie man ja auch diese ganzen Jugendlichen eigentlich hinstellt, im Sinne, dass man sie eigentlich so für dumm verkauft. Ich rege mich, glaube ich, gerade nur sehr auf. Ich freue mich, und jetzt machen wir die Überleitung, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Lasst uns gerne in den Kommentaren quatschen. Wenn ihr Spoiler machen möchtet, sehr gerne, kennzeichnet sie aber. Lasst uns da in den Austausch gehen, lasst uns auch in den Austausch unter den anderen Videos der Mädels gehen. Ich glaube, der Tenor der Meinungen ist sehr ähnlich, aber wir freuen uns natürlich zu hören, wenn euch das Buch gefallen hat und es für euch ein Highlight ist, was ihr so toll fandet, wo wir vielleicht irgendwie oder ich irgendwas nicht erkannt habe, nicht gesehen habe. Es sind natürlich Geschmäcker, sind verschieden. Und es tut mir echt leid, wenn ihr das gefeiert habt und euch jetzt fragt, Steffi, haben wir eigentlich das gleiche Buch gelesen? Ich muss sagen, das frage ich mich bei den Highlight-Rezensionen durchaus auch. Aber ja, lasst uns höflich und freundlich und respektvoll in den Kommentaren sein. Und wie gesagt, wir können auch gerne spoilern in den Kommentaren, aber lasst es uns kennzeichnen, damit nicht jemand irgendwie gespoilert wird, der das Buch vielleicht noch irgendwie lesen oder hören möchte. Das war jetzt der Anti-Hörgenuss, auch ein bisschen länger als sonst, aber ich musste, glaube ich, hier mal alles an genervter Wut herauslassen und bin einfach mega gespannt auf die anderen Videos der Mädels in der Infobox unten verlinkt und natürlich auch auf eure Gedanken dazu, wenn ihr es schon gelesen oder gehört habt. Und das war jetzt der Anti-Hörgenuss des Monats Oktober. Ich hoffe, im nächsten Monat haben wir wieder was, was wir feiern können. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.